Patrick, erzähl uns doch mal was über euren Basler Gin. Also wir haben versucht, einen Gin zu machen mit den Zutaten, die in Basel sehr bekannt sind, vor allem aus den Leckerli, aus traditionellen Basler, aus der Basler Küche, zum Beispiel Nägeli, Zimt, Kardamom, Piment, Muskat. Alles bis auf den Zimt relativ atypische Zutaten für einen Gin. Wegen dem haben wir fast 2 Jahre getüftelt, bis wir ein Rezept hatten, wo wir die Zutaten wirklich können harmonisch verwenden konnten, dass es halt wirklich einen Gin gibt, wo wir uns das klassische, tolle Basel-Gin vorstellen. Wir haben 2 verschiedene. Wir haben durch einen klassischen Basilisk. Das ist eine London Dry Gin Machart. Also der wird nicht verändert. Der wird wirklich klassisch destilliert, mit Wasser gefüllt, gefiltert und noch verdünnt. Dann haben wir den Old Tom Gin. Das ist ein süßer Gin und den haben wir gesüßt mit Birkenzucker, weil das eine ganz harmonische Süße gibt. Old Tom ist ja auf Englisch auch der alte Kater, wegen dem ist hinten auf der Flasche der Basilisk, wo sich dann der alte Kater schnappt. Das ist so ein bisschen die Story eigentlich vom Basilisk.